Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Mysterienkanal. Und in diesem Video dreht sich alles ums Projekt Riese. Ich habe euch nochmal alles Material, was ich dieses Jahr produziert habe, zu einem langen, großen Film zusammengeschnitten. Also wer Neues auf dem Kanal oder nochmal tief ins Thema einsteigen möchte, sollte sich diesen Film auf jeden Fall bis zum Schluss anschauen. Und am Ende habe ich noch ein kleines bisschen Bonusmaterial für euch, denn ich habe euch noch die Instagram-Livestreams, die ich gemacht habe aus Osowka vom Schloss Fürstenstein, hinten ans Video drangepackt. Also Kanal abonnieren, Daumen nach oben und viel Spaß beim Anschauen. Bis zum nächsten Mysterium. Ja, herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich euch einen kurzen Überblick über das Projekt Riese in Ludwikowice geben möchte. Und zwar möchte ich hier anfangen direkt mit dem größten Mysterium, nämlich dem Fundament, was wir hier gerade in der Mitte des Bildes sehen und auch hier auf der zweiten Karte. Und zwar wird ja über dieses Fundament viel gemutmaßt. Wir haben es eben im Intro schon gesehen. Angeblich soll das der Startplatz der Reichsflugscheibe sein. Aber wenn man dort vor Ort ist und sich einige Sachen anschaut, kommt man relativ schnell drauf, dass das kein Startplatz für eine Reichsflugscheibe gewesen ist. Hierbei handelt es sich tatsächlich um das Fundament eines Kühlturms für das direkt angrenzende Kraftwerk. Da die Produktion von Sprengstoff und Chemikalien sehr energieaufwendig ist, wie man auch gleich in den unterirdischen Anlagen sehen kann, war hier bis 1945 ein weiterer Kühlturm geplant, denn das Kraftwerk hatte bereits zu seiner Fertigstellung und aktiven Zeit 4 aktive Kühltürme und dieser größere wurde anscheinend benötigt. Auf alten Karten, die ich im Internet gefunden habe, sieht man das Fundament auch sehr schön und man kann auch sehr gut den geplanten Zugang zum Kraftwerk sehen. Also hier handelt es sich tatsächlich um die Erweiterung des Kraftwerkes. Und im folgenden Bild sieht man auch in Waldenburg zum Beispiel einen fertiggestellten Kühlturm, der das gleiche Fundament hat. Also diese Geschichte können wir als erledigt und erklärt ansehen. So, und jetzt wollen wir uns mal den unterirdischen zugänglichen Teil der Anlage anschauen. So, ich stehe jetzt in dem Schacht, der Richtung Kraftwerk führt und habe jetzt hier was gefunden. Das sieht tatsächlich so aus, als ob das ein Stück von dem Kabel wäre, was hier durchlief. Hier kann man zumindest sehen, hier läuft, da ist ein Kupferdraht drin und eine sehr schwere Mantlung. Hier liegt noch mehr davon rum. Hier unten zum Beispiel habe ich da nach da hinten. Tja, hier haben wir 6 von diesen Vertiefungen. Die laufen alle Richtung Fels. Da hoch. Der Gang geht nach hinten weiter und hat mehrere Einstiege, wie zum Beispiel hier nach oben. Allerdings verschüttet. Über uns ist der Parkplatz zum Museum. Jetzt gehe ich hier mal weiter. Wir haben ein schönes Wasserrohr. Oh, das geht auch weit. Das war verbunden mit dem hier drüben. Und hier ist verschüttet. Hier haben wir noch eins und da noch eins. Da unten auch noch eins. Und da auch noch eins. So. Hier sind wir jetzt an einem der Haupteingänge. Von hier oben kommt man rein. Da. Und hier kann man rausgucken. Und zwar haben wir hier das Fundament vom Kühlturm da drüben. Und genau geradezu ist das Kraftwerk dort. Und dahin läuft dieser Gang. So, gehen wir mal weiter. Wieder zurück.
Hier ist Schluss. Jetzt gucken wir mal hier oben rein. Also der Gang geht auf jeden Fall weiter Richtung Kraftwerk. Da unten geht es um die Ecke rum. Da hinten. Ja, da haben wir hier eine schöne Besucherin. So, und hier rum wurden die Kabel geführt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier wurde es nochmal aufgeteilt in mehr Kabel. So, hier war ein Zugang, Ventilation von oben. Und ab hier kommen Rohre aus der Wand. Und zwar pro diesem Wandsegment immer neuen. Können wir noch reingucken. Ah, nicht wirklich viel zu sehen. Immer zwei Segmente und dahinter ist Verschüttung. Also möglicherweise neun Kabeltrassen. So, hier geht's weiter. Hier war wieder eine Schleuse. Die wurde gewaltsam entfernt. Auch hier große Türscharniere. Und dann geht der Tunnel gerade. Ich kann hier auch nicht gerade laufen, er ist recht niedrig. Hier war ein Zugang, der wurde von oben verschlossen. So. Und hier überall diese Zugänge, auch Wasserrohre. Möglicherweise war das hier gar nicht zum Begehen, sondern tatsächlich nur technischer Tunnel. So, und hier hinten ist dann Schluss. Zumindest hier den Bereich. Gucken wir mal da rein. Ja, die Kabelschächte laufen dort weiter. Möglicherweise ging da hinten in den Wald der Tunnel geradeaus weiter und wurde dann da aber versprengt. So, das soll es erstmal zum Untergrund gewesen sein. Jetzt gehen wir mal weiter auf der Karte und befinden uns jetzt in dem oberirdischen Teil der Anlage und sehen hier, wie gerade auf der Karte markiert, eine der Fahrzeughallen, Fahrzeugwerkstätten. So, und jetzt schauen wir uns mal einen der Munitionsbunker an, wie hier im Bild markiert. So, hier haben wir eine Zufahrt mitten im Wald, die hier zu zwei so kleinen Munitionsbunkern führt. So, da unten ist der Eingang zur Mine, dort. Da geht es einige hundert Meter nach unten, die wurde verschlossen. Und hier sind die Reste von dem Minengebäude. Mehrere Etagen hoch. Auch wieder große, leere Räume. So, ich bin jetzt hier im alten Gebäude der Wenzelslausmine. Und das Spannende ist, hier kann man ja sehr schön sehen, das ist ein sehr großes Gebäude gewesen. Hier gibt es ein Gebäude im Gebäude. Das ist das alte Gebäude hier. Roter Backstein. Und wenn man hier durchgeht, ist erstmal eine sehr starke, sehr dicke Wand. Haben wir hier ein Gebäude im Gebäude. Jetzt schauen wir uns eins der größten Gebäude auf dem Gelände an, was eine sehr große Zerstörung aufweist. Und der Zweck dieses Gebäudes kann man heute nur noch drüber mutmaßen. Es befinden sich auf der Innenseite auf jeden Fall sehr große abgeschlossene Räume. Die obere Etage ist fast komplett zerstört worden und es laufen auf dieses Gebäude die unterirdischen Gänge zu, die man jetzt gleich in dem Video sehen kann. So, hier ein weiteres mysteriöses Gebäude mitten im Wald. Hier sieht man wieder gut die Versprengung. Hier hat irgendjemand ein Loch gemacht, um mal zu gucken, was da drin ist. Und es ist tatsächlich ein verschlossener Raum, der, man sieht es jetzt hier schlecht, weil ein riesen Spinnennetz davor ist.
Cooles Echo. Und hier kommen die Tunnel. Einer kommt von da und einer geht nach hier. So, man sieht es wahrscheinlich jetzt nicht, aber genau da unten ist das Kraftwerk. Und die Tunnel kommen aus der Richtung und kommen hier drüben an diesem Gebäude an. Das heißt also entweder, hier sieht man auch noch hier unten, auch noch ein eingestürzter Tunnel. Die laufen auf dieses Gebäude zu. Jetzt gucken wir nochmal hier oben. So, da waren wir gerade. So, und hier gibt es noch jede Menge Schutt, der den Berg runter gekommen ist. Und da sind die Tunnel. Ja, ich hab's gefunden. Und zwar... Hier sind Fundamente und hier stehe ich auf dem Dach von einem Tunnel, der genau von hier drüben kommt. So, und hier sieht man es auch. Da leuchten wir jetzt mal rein. Hier ist die Dachkuppel. Und der ist natürlich zugemauert. Aber hier drüben, entweder stehe ich gerade hier auf noch was, oder dieser hier könnte noch ein Tunnel sein. Geht ziemlich gerade. Gehen wir noch ein paar Schritte mit. Ja, leider war die Verfolgung dieses Kanals aufgrund der starken Vegetation nicht mehr möglich. Aber als kleines Schmankerl am Schluss zeige ich euch jetzt noch das digitale Geländemodell der Molke AG, was auch sehr interessant ist und vielleicht noch einige offene Fragen mit sich bringt. So, und wie versprochen haben wir jetzt hier das digitale Geländemodell. Sehr spannend, weil man hier das Gelände sehen kann ohne die Vegetation ringsherum. Hier sehen wir das Tal und man kann auch sehr schön auf diesem Bild direkt sehen, wie weit fortgeschritten die Bauarbeiten waren. Wir gehen jetzt mal ein Stückchen rein und schauen zuerst auf das Kraftwerk. Das ist nämlich dieses Gebäude hier. Man sieht hier auch sehr gut, wie stark die Zerstörung hier fortgeschritten ist. Wenn wir jetzt ein ganz kleines Stückchen weiter zur Bildmitte gehen, was leider hier nicht zu sehen ist, ist das Fundament des Kühlturms. Exakt hier. Und genau gegenüber vom Kühlturm ist jetzt hier der neue Eingang in die unterirdischen Servicetunnel, weil dieser Bereich jetzt hier alles zu dem Museum dazugehört. Hier ist die Einfahrt zum Museum, hier ist der Parkplatz und hier ist der Kühlturm. Hier laufen die Gänge hinein. Einer, wie wir wissen, läuft auch exakt dann hier unter dieser Straße bis nach hier drüben, der etwa hier zugeschlossen ist. Das haben wir im Video gesehen gerade. Früher auf den alten Karten, die wir am Anfang auch gesehen haben, sieht man, dass hier eine Straße runterging. Also das Gelände hier war abschüssig. Hier wurde anscheinend das geschlossen, dass wir hier einen geraden Platz hier oben sehen. Die Gebäude, die auf den Karten zu sehen sind, sind auch hier überhaupt nicht mehr sichtbar. Auf den alten Karten vom Anfang sieht man hier ein Gebäude und man sieht auch hier ein Gebäude. Das ist alles verschwunden und wir schauen jetzt mal weiter und gehen die Straße ein Stückchen weiter hoch und sehen hier, wenn man hier an die Kreuzung kommt, diese Einfahrt, die wir in dem kurzen Film gesehen haben. Hier sind diese beiden kleineren Munitionsbunker. Direkt an der Haupteinfahrt, hier drüben an der Straße ist dann noch so eine Toreinfahrt, wahrscheinlich war hier nochmal zum Werk irgendwie ein Kontrollpunkt. Und wenn wir jetzt hier mit dieser Straße weiter hochgehen, den Berg, kommen wir nach hier drüben und möglicherweise haben wir hier den Eingang in eine Untergrundanlage, die versprengt wurde. Hier sehen wir auf jeden Fall noch Reste von einem Fundament, was nicht fertiggestellt wurde. Auch spannend sind diese Geschichten hier und das hier oben, das sieht aus wie Testbauten für Schützengräben oder sowas. Ich bin drin rumgeklettert, macht auch nicht wirklich Sinn. So, jetzt gehen wir ein Stückchen weiter hoch
Und gehe nochmal ein Stückchen raus, denn hier sieht man sehr schön von hier oben nach hier unten zum Kraftwerk das Förderband. Das lief von hier, um die Schlacke vom Kraftwerk abzutransportieren. Hier sieht man noch die Betonfundamente und das geht bis hier hoch auf diese Abraumhalde. Hier oben war noch ein Gebäude, was den Motor, der Antrieb für das Förderband war. Das ist die Abraumhalde, eine der Abraumhalden, die andere ist weiter unten im Tal. Und direkt hier dazwischen, diese komischen Teile hier, das sind die Produktionsgebäude gewesen. Die haben oben wie so eine Wanneneinfassung gehabt, die waren nämlich getarnt. Die wurden nach dem Fertigstellen oben bepflanzt. Und man sieht das auch heute sehr schön, die Gebäude sind auf Google Maps kaum sichtbar, weil auf den Dächern sehr hohe Bäume wachsen. Deswegen sieht man das auch hier nur so relativ schlecht. Also als Tarnung für Überflüge von feindlicher Luftaufklärung. Und jetzt gehen wir noch ein Stückchen weiter runter. Und zwar diesen Bereich hier. Was wir hier sehen, ist der ehemalige Schacht zur Wenzelslausmine und das Minengebäude mit dem seltsamen Gebäude im Gebäude. Das ist exakt hier, dieses schräg anmutende Gebäude, was da drin ist. Auch wieder hier nur so schemenhaft zu erkennen, der Schacht, der Deckel vom Schacht, der hier verschlossen ist. Und direkt gegenüber haben wir das hier, was aussieht wie ein riesiger Schutthaufen. Das ist dieses große Gebäude mit den Tanks oder abgeschlossenen Räumen, die drin waren, wo an dieser Ecke hier die Gänge ankommen, die ich gefilmt habe. Und in diesem Bereich hier war ich in dem letzten Video, was wir gerade gesehen haben, auf den Dächern dieser unterirdischen Kabelgänge, die hier langlaufen. Man könnte wahrscheinlich erahnen, dass das hier weiterging, bis nach hier drüben und auch hier immer mal abgezweigt hat. Ja, auch hier wieder eine sehr spannende Struktur. Keine Ahnung, was das gewesen sein könnte. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen rausgehen, dann sehen wir hier oben auf dem Berg noch weitere Bunker. Hier und hier. Und auch hier oben, hier wieder ein nicht fertiges Fundament. Und hier oben auf dem Berg noch drei weitere. Und auch wenn wir hier auf die gegenüberliegende Seite gehen, haben wir einen möglichen Eingang vielleicht hier. Und wir haben ein bisschen Altbergbau. Den sehen wir Eingänge wahrscheinlich von der alten Mine hier und hier. Ist zumindest auf Fotos zu sehen. Und hier haben wir die zweite Abraumhalde vom Kraftwerk. Und wir sehen hier die Zufahrt der Eisenbahn in die Anlage rein, die sich dann hier aufgesplittet hat. Hier sieht man auch ein bisschen, wie die Gleise tatsächlich auch liefen. Hier sind die ersten Gebäude, wahrscheinlich Lagerstätten, bis dann hier oben man am Kraftwerk wieder ankommt. So, das war eine kleine Zusammenfassung noch zum digitalen Geländemodell. Ich hoffe, das Video war spannend. Wir sind jetzt am Schluss wahrscheinlich genauso schlau wie vorher, da genaue Dokumente nicht auffindbar waren. Ich habe wirklich wochenlang gesucht nach Plänen, Informationen, aber es ist sehr schwer bis unmöglich, hier wirklich genaue Informationen zu finden. An dieser Stelle sage ich danke fürs Zuschauen. Es kommen noch weitere Videos zum Projekt Riese. Ich war noch in Osowka, in Walim und natürlich im Schloss Fürstenstein. Also dranbleiben, Abo dalassen. So, hier haben wir auch erstmal einen Übersichtsplan über die drei Stollenanlagen sowie den Parkplatz und das Besucherzentrum, was hier im Hintergrund zu sehen ist. Der Stollen an sich ist interessant, weil wir in der Anlage tatsächlich mal sehen können, wie so ein fertig ausgebauter Stollen aussehen kann. Hier sehen wir eine der Schleusen mit einigen der Sachen, die innerhalb der Tunnel gefunden wurden, Helme, Gewehre. So, hier sind wir jetzt in Walim, im Riese-Komplex. Da drüben ist der Haupteingang und hier beginnt direkt die erste Schleuse. Dieser Zugang hier wäre geschlossen worden und hier können wir schon direkt sehen, dass wir hier wahrscheinlich keine Untergrundverlagerung haben. Bei den Untergrundverlagerungen gibt es keine Schießpositionen. Ich gehe jetzt hier in die Schleuse mal rein. Sieht man auch wieder touristenwirksam.
Gewehr. So, und hier ist was unfertig. Wahrscheinlich wäre hier die Schleuse weitergegangen. Und hier haben wir ein 2 Meter breites Stück, was unfertig ist. Hier fehlt ein Tor, eine Schleuse. Sozusagen, was hier drin war, war wichtig und sollte unter Verschluss bleiben und wahrscheinlich auch bewacht. Hier sind wir jetzt im hinteren Bereich der Anlage und sehen eine Schleuse, die unfertig ist. Das Spannende an dieser Schleuse ist, dass wir jetzt gleich hinten an der Wand noch die Holzverschalung sehen können, die noch vom Bau vor knapp 80 Jahren übrig ist. Also die Anlage wurde tatsächlich sehr schnell verlassen. Und hier jetzt der Querschnitt einer der ausgebauten Hallen, in denen Produktion stattfinden sollte. Wir sehen schön die obere Etage, die abgetrennt ist für den technischen Teil, die Verschalung und natürlich auch den hinteren Teil, der wieder unfertig ist. Auch im Boden drin sind hier noch die fertigen Installationen für Wasser und Elektro. Jetzt sehen wir hier den versprengten Teil zwischen dem Stollen 2 und dem Stollen 3. Und hier im Stollen 2 eine unfertige Halle. Die Ausmaße sind enorm und kommen auf dem Video leider überhaupt nicht zur Geltung. Wir haben eine Deckenhöhe von 14 Metern. So, und auch in dieser Episode schauen wir uns das digitale Geländemodell der Stollenanlage in Wallim mal ein bisschen genauer an. Hier sehen wir die Umgebung, in der Mitte die Stollenanlage, hier oben der Ort Wallim. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen rein. Hier kommt die Straße runter, hier ist der neue Besucherparkplatz und das Besucherzentrum. Wallim ist auch die einzige Anlage, die mit EU-Geldern finanziert wurde, um sie als Museum auszubauen. Hier haben wir den Stollen Nummer 1, der hier reingeht. Der ist verbunden innerhalb des Berges mit dem Stollen Nummer 2. Das Ganze haben wir dann hier. Und der Stollen Nummer 3, der war mal verbunden mit dem Stollen Nummer 2, wurde allerdings an dieser Stelle versprengt, ist also nur noch von außen erreichbar. Die Anlage geht so ungefähr bis hierhin. Und was wir hier haben, ein weiterer Eingang, der möglicherweise irgendwo hier angeschlossen hat oder nur gerade reinging. Versprengt, auch heute kaum noch zu sehen, aber es gab ihn. Hier vorne um das Gelände rum geht dann die Schmalspurbahn, die ist heute vom Parkplatz auch noch zu sehen. Die läuft hier hinten rum bis zu einigen Gebäuden, die heute auch nicht mehr zu sehen sind, bis hier auf den Berg hinauf und natürlich auch in die andere Richtung rum. Eine Theorie zu dieser Anlage in Wallim ist auch, dass über den Eingängen auf dieser Höhe möglicherweise eine weitere Etage sein soll, da hier in der Schleuse im Stollen Nummer 1 ein Rohr nach oben geht, was allerdings nirgendwo einen Ausgang findet. Vor ein paar Jahren wurde da ein Test gemacht und es wurde ein Stück Papier hineingepackt, um zu schauen, ob irgendwo Rauch rauskommt. Aber das Papier wurde angesaugt und es ist nirgendwo rausgekommen. Also hier gibt es auf jeden Fall noch ein weiteres Mysterium zu lösen. So, das soll es auch schon für dieses Video gewesen sein. Die Anlage Wallim, eine der kleineren Riese-Anlagen. Es kommen noch weitere Videos zum Projekt Riese, zum Beispiel auch noch die Anlage in Osowka und das Schloss Fürstenstein. Also es geht spannend weiter. Dranbleiben, liken, Glocke drücken und den Kanal abonnieren. Danke fürs Zuschauen. Hier haben wir direkt gleich mal eine Übersichtskarte von der aktuellen Situation in Osowka und wir gehen auch gleich rein in die Stollenanlage, um uns gleich mal einen kleinen Überblick zu verschaffen. Aber zuerst nochmal eine Draufsicht über die Karte und auch gleichzeitig das digitale Geländemodell. Das schauen wir uns am Schluss wieder an. Und jetzt gibt es gleich mal die ersten Bilder aus dem Stollen. Man sieht sehr gut die Deckenbefestigung aktuell und die Holzbefestigung, die nachträglich eingefügt wurde,
um den Stollen zu stabilisieren an dieser Stelle. Sehr viel ist auch hier wieder noch unfertig oder teilweise fertig, wie wir gleich sehen werden. Und schon sind wir im nächsten Bereich. Das ist hier genau gegenüber. Da drüben war die andere Schleuse. Hier nochmal Schießscharten. Und hier steht man damit einmal vor diesem spannenden Gebäude. So, hier sind wir jetzt drin in einer der Schleusen. Die führt direkt auch in eine weitere große Schleuse durch diesen Gang. Die schauen wir uns gleich an. Jetzt gehen wir hier mal rum. Also auch der Teil Osefka ist unfertig. Teilweise sieht es so aus, als wurde das gerade hinterlassen. Noch ein paar von den Bohrhämmern. Und ab hier steht der Gang unter Wasser. Da kommt auch sehr viel Feuchtigkeit raus. Mal gucken, wie weit das geht. Oh ja, es geht richtig weit. Hier sehr schön zu sehen. Dieser Bereich ist fertig. Der ist seismisch instabil gewesen, deswegen wurde der damals fertig gebaut. Und hier sind tatsächlich noch sehr gut die Bauweise und die Holzverschalung zu sehen, die dort seit fast 80 Jahren dranhängen. Einer der wenigen Teile, die hier wieder fertig ist. Man kommt hier raus aus den Fertigungshallen von der anderen Seite und steht dann auf einmal hier in diesem Bereich. Differenzdruck. Steht in Deutsch drauf. Okay. Könnte älter sein. Hier sieht man den Gang, wo wir hergekommen sind. Hier ist eine zweite Produktionshalle da drüben. Und dann kann man hier oben sehen, dass wieder hier die obere Verschalung fehlt für den technischen Ausbau. So, hier sind wir jetzt an einer Wegkreuzung. Genau hier sollte das Zentrum sein. Hier ist wieder ein angebrochener Schacht, nicht fertig. Und hier ist ein Ventilationsschacht, der 50 Meter nach oben in den Wald geht. Sieht man auch gut hier, dass ein Haufen an Wurzeln und Holz nach hier unten gefallen ist. Man kann sogar das Tageslicht sehen. So ein bisschen 50 Meter in die Höhe. Und hier sind wir jetzt in dem unfertigen Teil. Da sieht man gleich hier vorne, das hier ist die Decke von der Halle. Und hier hat der Ausbau aufgehört. Da drüben sieht man den fertigen Teil, der schon die originale richtige Deckenhöhe hat. Und hier wurde der Abbruch begonnen, aber dann nicht fertiggestellt. Jetzt schauen wir uns mal den oberirdischen Teil und das geheimnisvolle Betonfundament an. Hier sind wir jetzt oberhalb von der Osefka Stollenanlage auf diesem Fundament. Angeblich ein Kraftwerk. Ich bin kein Kraftwerkspezialist, aber für ein Kohlekraftwerk kommt mir das ein bisschen klein vor. Atomkraftwerk, hat keine Kühlung. Hier haben wir aber Rohre, und zwar 8 Stück, große Rohre. So, und hier. Dann haben wir hier unten eine weitere Etage. Da gingen Treppen rein zu
keine Ahnung was. Ich war gerade eben noch eine Etage tiefer in einem von den Zwischenräumen da drüben. Irgendwas mit Wasser. Jede Menge Metallpfeiler für Fundamenthaken. Schau mal da drüben. Hier sind überall solche kleinen Einstiege. Und da drüben laufen Wasserrohre. Hier ist wieder ein Wasserrohranschluss. So, hier fehlt anscheinend wieder eine Mauer. So, hier ist wieder dieser Graben. Hier drüben kommt auch wieder Wasser. Hier wird es dann richtig tief. So, und hier drüben führt es dann in zwei Räume rein, durch die jeweils auch nochmal Wasserrohre laufen. So, und hier gucken dann auch immer mal so Rohre aus dem Boden, die alle in diese Richtung nach unten laufen, in diese Kammern, die hier drüben sind. Drüben auf der anderen Seite sind dann auch wieder diese größeren Rohre. Hier. Nun gehen wir weiter zum Casino-Gebäude, was ein Stückchen überhalb dieses Kraftwerks liegt. So, jetzt sind wir noch ein Stückchen oberhalb. Das hier soll das Offizierscasino gewesen sein, ist nie fertiggestellt worden. Spannend ist hier auch wieder die Außenwand. Scheint ein altes Gebäude zu sein mit roten Steinen. Und hier drin jede Menge Stahlbeton. Jetzt stehe ich hier auch auf einer ziemlichen Höhe, so knapp 2 Meter. Und dann erstreckt sich hier dieses Gebäude im Rohbau. Wir haben hier eine Öffnung für Technik, Strom, Wasser. Aber man muss schon sagen, für so ein Casino verstärkte Wände, sehr, sehr wandstark, sehr breit, und auch hier Stahl verstärkt. Da oben ein Schornstein. So, und hier wieder die alte Fensterfront von draußen. Hier fehlt ein großes Stück im Boden. Entweder ist das hier die Zuschüttung für die Etage drunter oder es hat jemand Material gebraucht. Wollen wir mal hier drüben die anderen Zimmer anschauen. Ja, Rohbau. Also das wurde tatsächlich nie fertiggestellt. So wie fast alles andere hier. So, gleich mal schauen, ob es hier unten drunter noch was gibt. Und zu guter Letzt folgen wir jetzt mal dem Weg unter der Straße lang der alten Schmalspurbahn folgend. So, unterhalb von dem Casino gehen hier ein paar Stufen. Mal gucken, wo die hingehen. Ui! Okay, da drüben sind noch ein paar Fundamente auf der anderen Straßenseite. Guck mal, wo das hier so hingeht. Ah, das kommt da unten wieder raus. Da sind Schienen drin. Wasserrohr in diesem Hochbunker drin. Was ist denn das? Guten Tag. Hm.
Okay, da geht's weiter. Matschepampe. Matschepampe. Da geht's weiter. Schienen, die den Berg runterführen. So, das jetzt hier oben. Da unten kommen die Schienen raus, die von dem Casino kommen. Und hier haben wir ein fünfeckiges Gebäude. Fundament. Da oben sind irgendwelche Halterungen für möglicherweise den Zugantrieb für diese Bahn oder auch was komplett anderes. Schauen wir es uns mal an. Ja, hier war was festgemacht. Das könnte tatsächlich so der Antrieb für diese Bahn gewesen sein. Und hier geht eine Treppe hoch. Oh, diese Stufen sind immer so steil. Ah. Und hier ist die Straße. Ja, und jetzt schauen wir uns mal das digitale Geländemodell an, was ich hier schon mal aufgerufen habe. So wie wir das in den anderen Folgen auch schon getan haben, sehen wir einmal hier in der Bildmitte das gesamte Gelände in Ozovka. Wir schauen uns jetzt mal zuerst die neue Einfahrt an, die ist hier unten. Hier ist jetzt der Besucherparkplatz und hier geht man dann einen kleinen Weg nach oben, wo wir schon auf dem Weg zu den Tunneleingängen hier die ersten Fundamente sehen. Das waren Fundamente von Kompressorstationen. Sieht man tatsächlich hier dann zu den Riese-Geländen öfters. Und hier haben wir die beiden Eingänge. Das ist aktuell der Hauptbesuchereingang. Und auf dieser Seite ist der Hauptbesucherausgang. Und natürlich erstreckt sich hier runter die Tunnelanlage, die wir schon im anderen Bild gesehen haben. Ein weiterer Eingang ist weiter hier drüben. Da gehen wir jetzt mal hier hin. Und zwar hier. Der ist auch ein bisschen teilweise eingestürzt. Das ist ein Stollen, der geht in diese Richtung, hört aber dann irgendwo hier mitten im Berg auf. Und die spannenderen Sachen sind natürlich hier in Ozovka die oberirdischen Anlagen. Und wir folgen hier diesem kleinen Wanderweg nach oben. Der Berg ist nicht sehr steil, man kann den gut bewandern. Und zwar hier haben wir unser Betonfundament, was wir eben im Video gesehen haben. Leider hier nicht sehr hochauflösend. Man kann allerdings hier sehr gut die Vertiefungen im Boden sehen. Und hier soll diese Turbinenwelle durchlaufen. Nach hier unten sieht man auch wieder den Aushub. Wahrscheinlich ging hier auch eine Schmalspurbahn runter. Hier ist jetzt so eine kleine Holzbrücke, wo man rüberlaufen kann. Geht genau hier hin. Und hier runter, unter diesem Betonfundament, findet sich einer der Haupttunnel. Man kann heute nicht mehr sagen, ob das Betonfundament tatsächlich verbunden ist. Ich konnte es von unten nicht sehen. Und da hier alles überwuchert ist, kann man die unteren Etagen dieses Fundaments auch nicht sehen. Also es wäre hier tatsächlich notwendig, weitere Forschungen zu betreiben. So, jetzt gehen wir weiter nach oben. Und zwar hier auf die Hauptstraße. Und sehen hier dieses große Gebäude. Das ist das Casino, was wir eben im Video gesehen haben. Dieses Casino und die Gebäude ringsherum waren auch so geplant wie in Ludwigsdorf, dass die Dächer von oben getarnt werden sollten, also bepflanzt. Das Geländemodell ist hier an der Stelle nicht besonders gut, aber man kann zumindest die Abmessungen des Gebäudes gut sehen. Es ist wirklich ein großes Gebäude. Man kann leider die unterste Etage nicht sehen. Und auch nicht begehen, aber ich gehe davon aus, da ist noch mindestens eine Etage drunter. Dann haben wir hier einen Aushub, den kann man vor Ort auch ziemlich gut sehen für eine ziemlich glatte Geländefläche, die hier ist. Möglicherweise sollte das hier noch erweitert werden, ist allerdings nicht angefangen worden zu bauen. Man sieht auf dieser Seite hier ist auch die Wand offen, also möglicherweise haben wir hier noch ein unfertiges Gebäude, was nicht angefangen wurde. Und man kann hier drüben im Wald auch hier wieder diese Aushübe sehen für Schmalspurbahn, Wasserrohre, was auch immer. Hier sehen wir auch nochmal Reste von einem Fundament. Das zieht sich hier über den ganzen Berghang weiter. Aber die spannende Sache ist auch nochmal hier direkt vor dem
Casino-Gebäude. Das sind diese Teile hier. Und zwar sind das für Beton- und Baumaterialien Baugruben oder ähnliche Sachen. Die waren tatsächlich so konzipiert, dass diese Container, nenne ich sie jetzt einfach mal, beheizt waren. Da liefen Rohre durch, die mit Warmwasser das Baumaterial beheizt haben. Das heißt, wir können mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass in Ossowka auch im Winter gebaut wurde. Hier ist diese Treppe, die wir im Video gesehen haben, die ich runtergegangen bin, die hier unter der... Nein, Entschuldigung, das ist hier, die unter der Straße durchgeht und dann hier in dieser fünfeckigen Konstruktion ankommt, wo man die Schienen sieht von der Schmalspurbahn, die tatsächlich, wenn wir sie verfolgen, bis hier ins Tal runtergehen. Möglicherweise auch noch hier haben wir eine weitere Straße gehabt, wo Baumaterialien angeliefert worden sind. Und das Ganze sieht auch ähnlich aus wie in Ludwigsdorf in einer Art Terrassenebene, die hier aufgeschüttet wurde, wo mehrere Gebäude anscheinend geplant wurden. Man kann hier im Wald auch noch Reste von Gebäuden sehen, also die ist auch wieder sehr viel Zerstörung in diesem Bereich. Und hier haben wir diesen Luftschacht. Der ist direkt verbunden mit dem Hauptschacht in der unterirdischen Anlage, der etwa hier so kreuzt. Ja, einer geht dann hier rüber Richtung dem Kraftwerk, einer kommt genau bis hier und endet hier drunter. Möglicherweise wurde dadurch auch Material nach oben und unten gefahren. Und ich habe es nochmal nachgeforscht, der Schacht ist keine 50 Meter tief, der ist etwa zwischen 20 und 25 Meter tief. Also hier nochmal eine kleine Korrektur am Schluss. Und wir sehen hier, wenn wir ein Stückchen rauszoomen, auch nochmal, wie die Straßen liefen. Hier gibt es sehr viele Straßen und Verbindungen zu diesem Gelände. Wir haben auch noch hier oben auf dem Berg angefangene Baustellen. Sehr viele Verbindungen wahrscheinlich hier für Schmalspurbahnen, die hier auch rübergehen in den weiteren Teil des Tals. Wenn wir noch ein bisschen weiter rauszoomen, dann haben wir hier oben auch noch Fundamente von Häusern. Hier auch nochmal irgendwie einen Aushub für was auch immer. Und hier auch nochmal weitere Gebäude. Also das gehörte alles noch mit zu diesem Komplex in Ossowka dazu. Eine der spannendsten Riese-Anlagen, gerade auch oberirdisch, weil man hier tatsächlich einiges noch sehen kann. Und man geht natürlich hier auch wieder mit einem großen Fragezeichen raus, was das alles gewesen sein soll. War das hier tatsächlich ein Kraftwerk? War es was völlig anderes? Und war dieser Schacht ein Fahrstuhlschacht? Warum ist dieses Gebäude mit so dicken Mauern gebaut worden? Wir werden es wahrscheinlich in diesem Video nicht lüften können. Das soll es auch schon für Ossowka gewesen sein. Ein weiteres Video kommt jetzt noch zum Schloss Fürstenstein. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen und einen Daumen nach oben zu geben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Mysterienkanal und zum Projekt Riese. Heute schauen wir uns das Schloss Fürstenstein an und, um genauer zu sein, das alte Schloss Fürstenstein. Warum ist nun dieses alte Schloss interessant und warum zeige ich euch nicht gleich das richtige Schloss Fürstenstein? Nun, hier gibt es auch einige Ungereimtheiten, die zum Gesamtverständnis dieses Komplexes wichtig sind. Eine der ersten Ungereimtheiten zeigt sich nämlich jetzt auch gleich direkt, wenn wir die Ruine betreten, von der Aussichtspunktseite her aus. Entschuldigung für die Verpixelung, aber hier waren ein bisschen viele Leute unterwegs. Nämlich genau hier auf diesem Teil, auf dem wir jetzt stehen, scheint es eine weitere untere Etage zu geben. Es gibt hierzu zwei Eingänge, beide sind zugemauert. Also scheint es tatsächlich so zu sein, als ob hier unter dem Schloss noch irgendetwas ist. Dann haben wir hier, von da oben kommt die Hauptzufahrtsstraße, die gabelt sich hier auf, kommt hier runter, da drüben ist ein Eingang und nach hier unten scheint auch eine Straße zu laufen, von hier bis hier hoch. Ja. Wenn wir gucken, da drüben, dort ist auch ein Eingang und den hier vorne, den gucke ich mir jetzt auch gleich nochmal an. So, hier muss mal ein ursprünglicher Aufgang gewesen sein, hier zwischen diesen zwei
Torpfosten, weil hier sieht das aus, als ob hier mal eine Treppe hochkam. Allerdings ist bei der Sprengung die Wand, die hier war, so nach außen gekippt und der ganze Schutt hat sich nach da unten verteilt. Deswegen ist das hier alles ein bisschen tiefer und hier ein bisschen steinig. Aber hier vorne ist auch was Spannendes, denn hier sind Rohre. Hier und hier. Und auch hier oben. Und hier. So, also hier waren mal Stufen. Hier geht es irgendwie auch rein. Das ist wahrscheinlich die untere Etage, die man nicht sehen kann von oben. Und hier drüben ist ein Eingang. Nach oben sieht man nichts. So. Zwei Zimmer. Hier. Und hier mit jeweils Metallhaken. Und hier eine Kammer. Möglicherweise Zugang nach unten oder ein Zugang von oben. Gemauerte Decke. Schaue ich mir gleich mal von oben an. Irgendein Metallstück, was hier unten rausschaut. Wahrscheinlich ein Rohr. Ja, hier ein Ablauf. So, hier stehe ich jetzt so 100 Meter vom Schloss entfernt vor dieser, ja, vor diesem Aushub. Der geht schnurgerade runter bis zur Hauptstraße und endet dann hier an dieser Schlucht. Da drüben ist das alte Schloss, da ist das neue Schloss. Geht also dieser Aushub wieder in Richtung des neuen Schlosses. So, hier bin ich jetzt auf der Hauptzufahrtsstraße. Da geht es Richtung Schloss Fürstenstein, da geht es zum alten Schloss und hier stehe ich vor zwei großen Pfeilern im Wald. Hier sind noch ordentliche Bohrungen drin, hier war anscheinend ein gutes, großes Tor fest. So, ich bin knapp 2 Meter groß, das ist noch höher, also 3 Meter würde ich sagen. Ab hier war Sperrgebiet. Ja, und auch in dieser Folge wollen wir uns das digitale Geländemodell des alten Schlosses anschauen. Ich habe zur Übersicht jetzt erstmal hier das gesamte Gelände des Schlosses Fürstenstein aufgerufen. Hier haben wir die Hauptstraße und hier ist die Zufahrt zum Schloss. Die geht dann hier rum und hier hoch. Hier oben ist der Besucherparkplatz. Wir beschäftigen uns heute aber mal mit diesem Teil, nämlich dem alten Schloss. Und jetzt zoomen wir hier mal ein bisschen rein. Hier ist tatsächlich gar nicht so viel zu erkennen, aber hier auf diesem kleinen Plateau liegen die Ruinen des alten Schlosses. Man kann es ein bisschen schemenhaft erkennen, wenn ich es hier ein bisschen größer mache. Hier unten ist der Aussichtspunkt, von dem man aus das Schloss Fürstenstein an sich sehen kann. Aber das Spannende ist, was wir auch eben im Video kurz gesehen haben, ist das hier. Das sind diese Aushübe, die man im Wald sehen konnte. Von hier unten kommt die Straße. Geht hier so rüber zum Schloss und hier haben wir diese großen Freiflächen mit den Eingängen an dieser Seite und hier unten an dieser Seite. Ich würde stark annehmen, hier standen Gebäude, die auch fertig gebaut waren, aber wahrscheinlich gesprengt wurden und der Rest der Gebäude wurde komplett abgetragen. Auch hier oben, das ist auch im Wald zu sehen, dass das relativ flach ist, würde ich annehmen, dass hier Gebäude standen, weil auch hier sehr viel Bauschutt im Wald liegt. Was hier allerdings das hier sein soll, tja, das kann ich auch nur mutmaßen. Diese Aushübe enden tatsächlich hier an dieser Schlucht. Hier geht es wirklich richtig runter, haben wir eben im Video gesehen. Ein Eingang von unten her ist nicht auszuschließen, macht allerdings dieser Aushub hier wenig Sinn. Möglicherweise für Schmalspurbahnen, Bauaushub oder vielleicht einen technischen Tunnel, der hier eingebaut und zugegraben werden sollte. Wir können tatsächlich nur mutmaßen. Wenn wir jetzt hier ein Stückchen rausgehen, dann sehen wir, dass diese Aushübe direkt auf Richtung des Schlosses Fürstenstein zulaufen und auf die unterirdische Anlage, die sich exakt hier befindet. Die schauen wir uns im nächsten Video an. Diese Aushübe oder diese, ja, was auch immer das hier ist, laufen also in diese Richtung.
Wenn man jetzt allerdings eine unterirdische Verbindung haben müsste, müsste man hier wahrscheinlich 20, 30 Meter erstmal in die Tiefe gehen, um eine Verbindung nach hier drüben zu erstellen. Und so tief liegen die Gänge auf der Seite hier nicht. Das heißt also, ich glaube nicht, dass es hier eine unterirdische Verbindung zum Schloss an sich gibt. Das hier muss ein eigenes Bauprojekt gewesen sein. Wir sehen ja auch hier in den Ruinen des Schlosses, dass ein Zugang von der Seite in die untere Etage des Schlosses zugemauert wurde, genauso wie hier vorne von der Seite, wo Treppen nach unten gehen. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass unter dem Schloss eine weitere Etage, mindestens eine weitere Etage, zu sehen sein müsste. Wenn wir jetzt noch ein Stückchen rausgehen, dann haben wir hier vorne im Wald diese beiden Betonpfeiler. Wir haben auch hier drüben Aushübe für Rohre, ähnliches, keine Ahnung. Die sind im Wald tatsächlich auch ein bisschen zu sehen und gerade auch in diesem Bereich hier ist wieder extrem viel Bauschutt über Wasserrohre, Fliesen, Ziegelsteine, alles Mögliche finden wir hier. Und genauso hier unten, wenn man dem Wanderweg nämlich hierher folgt, dann kommt man hier über so einen kleinen Ausfluss, der läuft hier unten in den Fluss rein und hier oben dieser Teil ist wieder interessant, denn hier ist ein Betonfundament, wo ein Rohr rauskommt und weiter oben ist auch noch eins. Möglicherweise haben wir also hier tatsächlich unter diesem Bereich noch eine Untergrundanlage, die heute verschüttet ist, versprengt ist, von der keiner mehr was weiß. Leider gibt es auch wieder wenig Informationen, speziell hier zu diesem alten Teil des Schlosses. Also kann ich hier auch wieder nur Mutmaßungen anstellen. Das soll es für dieses Video auch schon gewesen sein. Im nächsten Video wenden wir uns dann dem finalen Schloss Fürstenstein zu, in dem meiner Meinung nach die gesamte Projekt Riese-Anlage zusammenläuft. Aber dazu im nächsten Video mehr. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Nicht vergessen, ein Abo dalassen, den Kanal abonnieren und einen Daumen nach oben geben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. So, heute sind wir noch nicht im Untergrund. Wir sind hier im Schloss Fürstenstein. Genau da hinter mir. Und da gehen wir jetzt mal rein. Eines der bemerkenswertesten Merkmale des Schlosses ist seine imposante Größe mit über 400 Zimmern und die Lage auf einem Hügel, was ihm eine dominierende Position in der Umgebung verleiht. Es dient im Laufe der Geschichte unterschiedlichen Adelsfamilien als Residenz, darunter den Hochbergs und den Hohenzollern. Das Schloss Fürstenstein ist für seine beeindruckende Architektur, prächtigen Innenräumen, weitläufigen Gärten und Parks sowie seine Bibliothek mit einer beeindruckenden Sammlung von Büchern und Manuskripten bekannt. Besucher können das Schloss besichtigen, um mehr über die Geschichte der Region und die Lebensweise des Adels zu erfahren. Es ist auch erwähnenswert, dass während des Zweiten Weltkriegs das Schloss eine geheime unterirdische Anlage beherbergte, die von den Nazis genutzt wurde. Heute ist das Schloss Fürstenstein ein bedeutendes kulturelles und touristisches Ziel in Polen und zieht Besucher aus der ganzen Welt an, die eine prachtvolle Architektur und historische Bedeutung schätzen. So, hinter mir befindet sich jetzt der Fahrstuhlschacht, der geplant war als Verbindung in den Untergrund, genau hier. Zeige ich euch jetzt mal, wie das Ganze aussieht. Und zwar genau hier. Die hochkarätigen Gäste, die hier untergebracht waren, sollten in einem Notfall mit diesem Fahrstuhl in die Untergrundanlage kommen. Wurde allerdings nicht fertiggestellt. Und direkt vom Fahrstuhl geht es jetzt in die unterirdische Anlage unter dem Schloss. Hier sehen wir ein Modell, was ausgestellt wird. Und zwar in diesem Modell sehen wir jetzt auch gerade den Teil der Anlage, der nicht für Besucher zugänglich ist. Das ist auch in diesem Modell ein Teil, der voll betoniert ist. Alles, was über diesem Pfeil sich befindet, gehört zur Anlage, die während der Führung zu besichtigen ist. Und im Hintergrund sehen wir den Schacht im Hof, genauso wie den zugesprengten Fahrstuhlschacht. Hier einer der Quertunnel.
eiförmig, um den Druck gut auszugleichen. Man sieht auch nicht fertiggestellt, die Haken in der Wand zeigen wieder, dass noch eine weitere Etage fehlt. Der Pfeil zeigt wieder, wo wir uns gerade befunden haben. Und jetzt schauen wir uns mal noch die Seitenräume an. Das sind nämlich diese hier. In Teilen dieser Räume waren technische Anlagen installiert, wie Generatoren, Elektro- und Wasserversorgung. Hier sehen wir nochmal einen Überblick über die touristisch begehbare Anlage. Auch hier wie bei allen anderen Riese-Anlagen nicht fertig. Und nun gehen wir mal auf die Innenseite und schauen uns den Fahrstuhlschacht an und die zulaufenden Schächte, die tatsächlich hier schon in einem fast fertigen Zustand zu sehen sind. Was machen wir jetzt hier draus? Wir haben eine relativ kleine unterirdische Anlage. Wenn wir das Ganze mit Osowka vergleichen zum Beispiel, haben wir hier nur weniger als die Hälfte der Nutzfläche. Trotzdem sollte das hier das Hauptquartier von Riese sein, beziehungsweise das Führerhauptquartier. Nun, wir haben im oberen Teil des Schlosses ausreichend Räume, um Politiker und Empfänge durchzuführen. Aber der unterirdische Teil scheint ja nun tatsächlich sehr unfertig zu sein. Und man kann wieder aus den paar Räumen, die sich da drin befinden, kaum Schlüsse ziehen, was nun letztendlich wirklich dort passiert ist. Für Forschung sehen wir zu wenig Räume. Für Produktion, ja möglich, aber auch zu wenig Infrastruktur ringsrum. Dadurch, dass wiederum keine Forschung erlaubt ist, können wir hier in diesem Bereich wieder nur Spekulationen anstellen. Jetzt gehen wir wieder zurück an die Oberfläche. So, wieder was Spannendes gefunden, und zwar hier hinten. Das ist ein zugemauerter Ausgang zum Tunnelsystem. Der geht geradezu. Wir sind hier auf den Terrassen. So, und hier, das sieht aus wie ein Brunnenschacht, hat aber da unten eine viereckige Aussparung. Und da geht es richtig tief runter. Und wo sind wir hier? Direkt unter dem Schloss. Und genau hier drüben, geradezu, wenn ich jetzt hier weitergehe, hier ist auch eine Betonplatte, die das Ganze schützt. Hier waren das letzte Mal Bauarbeiten. Und genau hier unten, da ist der Eingang zum Stollen. So, ich bin unterhalb des Schlosses angekommen. Der Besuchereingang für den Stollen ist etwa dort, so circa 5-6 Meter über uns, der dann aber wieder 20 Meter nach unten geht. Das dürfte etwa da sein, wo diese Straße da drüben läuft. Und jetzt habe ich hier jede Menge Fundamente gefunden. Hier gleich wieder 4 Stück, irgendwas verankert. Hier sieht man noch schön die Stehbolzen, hier sogar noch die Mutter drauf. Und hier drüben ist eine weitere Einfahrt. Hier unten sind die restlichen Fundamente von einem Gebäude. Von hier war ein Eingang und der teilt sich dann auf in die Richtung. Und jetzt gucke ich mal, weil hier drüben ist ein weiterer Eingang, der verplombt wurde. So, hier liegt auch überall Schutt rum, Wasserrohre, Fliesen, sehr starke Fliesen liegen hier rum. Hier sieht man auch sehr schön die Straße. Da haben wir unseren Eingang, der natürlich zu ist. Hier oben wurde mal versprengt. Also der wird wahrscheinlich noch ein paar 10, 15 Meter in dieser Richtung sein. Aber auf dieser Höhe hier, gucken wir uns gleich mal von vorne an. Leider ist es nirgendwo ein kleines Loch, wo man mal reinleuchten könnte. So. Schade. Ein Versuch war es wert. So, und hier sieht man noch Beton. Kein Beton mehr. Der Beton muss neu sein. Okay, die Suche geht weiter. So, also eine Einfahrt ist da vorne. Hier war technisches Gerät aufgebaut. Eine weitere Einfahrt haben wir hier.
Und hier ist auch noch eine Einfahrt gewesen. Alle groß genug, dass hier auch größere Fahrzeuge reinfahren konnten. Hier stehe ich auf so einer Art Wendeplatz und da unten haben wir auch noch was Spannendes. Da ist ein Fundament im Wald. Das gucke ich mir jetzt auch gleich mal noch an. So, da oben waren die Eingänge, die wir gerade gesehen haben. Jetzt bin ich hier ein bisschen den Berg runtergerutscht. Hier sieht es auch wieder aus wie eine Versprengung. So, und jetzt stehe ich aber hier vor. Mitten im Wald. Hier ist auch ringsrum nichts weiter zu sehen. Keine weiteren Fundamente. Jede Menge Schutt. Und dann ist dieses Teil hier. Wieder wie bei vielen anderen dieser Anlagen nicht fertiggestellt. Hier oben fehlt definitiv was. Hier kommt ein Rohr. Das geht da drüben raus. Und hier sind zwei nochmal extra an das Fundament angebrachte Betonteile. Gucken wir mal. So, die andere Seite. Da unten sind auch noch Zugänge. Auf dieser Seite ist dieses Betonfundament auch bis in die Erde reingelassen. Und auf der anderen Seite nicht. Da gibt es eine kleine Aussparung. Da unten ist auch wieder ein Auslass. Und dann gibt es hier am Gebäude außen überall so kleine rechteckige Öffnungen. Und dieses Rohr läuft nach hier raus. Aber das Ende ist nicht sichtbar. Tja, ich bin offen für Ideen. Nun, auch in diesem Video wollen wir uns das digitale Geländemodell des Schlosses Fürstenstein noch einmal genauer anschauen zum Abschluss. Und zwar habe ich das hier schon mal aufgerufen. Ich zoome noch mal ein kleines Stückchen raus. Hier haben wir die gesamte Anlage Fürstenstein mit dem Reiterhof hier drüben. Die zentrale Zufahrtsstraße kommt von hier drüben und geht hier hoch zum Parkplatz. Hier unten ist das alte Schloss und hier haben wir die gesamte Fürstensteinanlage. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen näher an. Was interessant ist an dieser Stelle natürlich die unterirdische Anlage und wir können auch auf diesem Modell wieder sehr gut die Anzeichen dafür sehen. Die im Video gezeigten Teile der Anlage befinden sich exakt hier unter dem Haupthof des Schlosses. Hier gab es früher auch diesen runden Aushub, der war fast die gesamte Größe des Vorschlosshofes hier einzunehmen, mit einem Hochbunker, der Material von hier aus nach unten befördert hat. So, und einer der Hauptstollen geht einmal komplett hier durch und läuft dann einmal Richtung Schloss hier lang und ein zweiter läuft Richtung Schloss hier lang. Im Schloss selber haben wir an dieser Stelle den Aufzug, der nach unten geht und das Schloss mit dem unterirdischen Gangsystem verbindet. Und jetzt gucken wir mal ein bisschen raus und folgen mal der alten Straße. Wie man sehen kann, geht die Straße hier raus und hier hinten in diesem Bereich haben wir auch einige Fundamente. Hier sieht man auch noch, das wurde umgebaut in ein kleineres Theater. Und die alte Straße, die ums Schloss rumging, lief exakt hier lang. Und da kann man heute einem Wanderweg folgen. Und wenn man hier lang geht, kommt man hier oben lang und hier neben dieser Straße überall ist eine Unmenge an Bauschutt und Zerstörung zu sehen. Überall Ziegelsteine, Rohrleitungen, Fliesen, Geschirr, Glas, alles. Hier findet man tatsächlich sehr, sehr viel Zerstörung. Deutlich mehr als an allen anderen Riese-Anlagen. So, und wenn wir jetzt hier ein Stückchen reingehen, hier kommen wir jetzt die Straße runter, wie wir das gerade im Video gesehen haben, sehen wir die versprengte Einfahrt einmal hier, die zu dem nicht öffentlichen Teil der Anlage geht, nämlich diesem hier. Dann haben wir den Besuchereingang. Der befindet sich jetzt hier oben an dieser Stelle. Und hier sind die beiden geschlossenen Eingänge, vor denen ich gestanden habe. Das ist das mit der Betonplombe, mit der Tür davor. Und hier ist der andere versprengte Eingang mit dem Wendeplatz genau hier. Und hier endet auch die Straße, die von hier oben runterkommt, die sich tatsächlich hier an dieser Stelle auch nochmal aufgabelt. Also möglicherweise haben wir hier noch einen Eingang. Der war schemenhaft zu erkennen im Wald, allerdings wenig Schutt und Geröll. Also möglich, dass hier auch ein Eingang war, aber nicht mit Gewissheit, also das können wir nicht mit Gewissheit sagen. Und dann endet diese Straße an diesem Wendeplatz hier und hier unten haben wir das Betonfundament.
was wir eben im Video gesehen haben. Man sieht tatsächlich einen sehr großen Aushub, eine Grube. Man kann schemenhaft hier diesen Betonklotz sehen und man sieht auch hier, wie eine Art Ablauf hier runter bis zum Fluss geht. Möglicherweise ist das das Ende von dem Rohr, was hier in der Mitte rausgeht und Richtung Fluss runterläuft. Hier unten sind auch noch ein paar Fundamente, also hier scheinen irgendwelche Häuser, kleinere Häuser gestanden zu haben, die bis zum Fluss runterreichen. Und jetzt gehen wir mal noch ein Stückchen raus und schauen uns die andere Seite an. Um das Schloss ringsherum geht hier auch ein kleiner Wanderweg. Der war möglicherweise auch früher schon da. Und hier auf der Seite, wo die Terrassen sind, ist ebenfalls ein Ausgang, und zwar hier. Den kann man von oben auch sehen, liegen wieder jede Menge Geröllblöcke davor. Und der geht genau einmal hier durch bis nach hier drüben, wie eben schon gesagt. Und oben auf den Terrassen, nämlich einmal hier, ist eine Tür. Die wird auch bewacht und die geht direkt in das Tunnelsystem unten, wo der Fahrstuhl ankommt auf der Höhe. Und ein weiterer verschlossener Eingang ist etwa auf dieser Höhe. Sieht man jetzt hier nicht, weil der Teil im Schatten liegt irgendwie, ist etwa hier auf dieser Höhe. Habe ich ja auch im Video gerade gezeigt. Ja, der größte Teil der Anlage, den wir nicht kennen, ist auf dieser Seite, der vom polnischen Seismologischen Institut in Beschlag genommen wurde. Forschungen wissen wir nicht, was da drin passiert. Auf der Innenseite der Hauptgänge ist eine Verbindung hierüber. Die ist komplett verschlossen, die ist auch dunkel, wird in der Führung auch nicht gezeigt. Ich habe versucht durchzugucken, aber da kam gleich ein Guide und hat böse mit dem Finger gewackelt. Also es war nicht möglich, da tatsächlich reinzugucken, und wir sehen den Zustand der Anlage dort nicht. Wir können darüber nur spekulieren. So, das soll es auch schon gewesen sein zum Schloss Fürstenstein. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und lasst einen Daumen nach oben da, den Kanal abonnieren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Insta-Live aus Niederschlesien und dem wunderschönen Schloss Fürstenstein in den Wäldern, den ich gerade unterwegs bin, dem alten Schloss, was sich da hinten befindet. Bin gerade auf der Suche nach den Schätzen der Vergangenheit. Schwitzig auf dem Weg zurück. Nochmal im Hintergrund das Panorama. Ich gehe nochmal ein Stückchen runter. Man kann sehen, ja, da kann man sehen. Ich glaube, das achtgrößte Schloss in Europa. Kann man nicht so gut sehen. Okay. In den nächsten Tagen mehr Content aus Niederschlesien. Und nochmal live aus dem Wald. Da unten hört man schön den Fluss rauschen. Und ich habe was Spannendes gefunden. Und zwar, da oben ist das Schloss Fürstenstein. Die unterirdische Anlage läuft etwa da auf dieser Höhe. Und dann bin ich hier runtergeklettert und finde das. Ein Fundament, rechteckig, mit Ansätzen hier rum, rechteckigen Öffnungen auf dieser Seite, auf der anderen Seite, und aus der Mitte kommt ein Rohr. Ups. Was von hier sehen. So, ein bisschen näher ranzukommen. So, das Rohr läuft nach hier unten raus. Kommt aber da nicht an. Also es ist kein Auslass dafür zu sehen. Möglicherweise liegt es da unter dem Schutthaufen. Tja, wer weiß was. Ich bin offen für Antworten. Thank you.
Insta Live vom Startplatz der Reichsflugscheibe. Oder vielleicht doch nur die Fundamente von einem Kühlturm zu dem Kraftwerk, was da genau hinter mir steht. Hier drüben gibt es eine unterirdische Anlage. Dort ist der Eingang. Da war ich gerade drin. Die erstreckt sich bis hier rüber zum Parkplatz. Bis dort etwa. Und sieht da drüben auch Ausgänge. Dazu wird es ein kleineres Reel geben. Heute Abend oder so. Jetzt werde ich noch ein bisschen da hochklettern in den Wald. Da drüben gibt es noch ein paar Urbex-Gebäude. Da oben. Die Reste der ehemaligen Dynamit-Nobel-Fabrik, auf deren Gelände wir hier gerade sind, was nicht Teil des Projekts Riese ist, aber mindestens genauso geheimnisvoll. Also, bis später. Tschüssi! Instagram. Live aus dem Wald. Ich bin gerade hier oberhalb vom Osowka-Stollen, der ist direkt da unter mir. Und ich habe hier was Spannendes gefunden, was ich euch gerne mal zeigen möchte. Jetzt drehe ich jetzt mal die Kamera um. Wir sind so circa 150 Meter über dem Stolleneingang. Und hier ist im Wald eine sehr interessante Konstruktion. Erstmal haben wir hier einen schönen Graben. Der läuft gerade hier so runter, auch so zwischen den Bäumen bis hier hoch, zu diesem Betonfundament. Oh, Stefan. Stefan, zeig, was willst du sehen? Ich gehe jetzt mal hier rüber. Überlebt. So. Hier kommen wir der Sache näher. Hier muss ich ein bisschen aufpassen, weil nämlich überall aus dem Boden hier diese schönen Metallstäbe haken. Und auch hier sieht man noch schön, hier ist eine sehr starke Mutter drauf gewesen. Diese Teile sind alle hier so nach vorne weggebogen. Wahrscheinlich sollte hier irgendwas gestanden haben. So, jetzt gehen wir hier mal hoch. Ups. So, das soll das Fundament von einem Kraftwerk sein. Ich kann mir hier keinen Reim drauf machen. Wir haben hier größere Wasserrohre, die hier rein in diesen Tunnel reinreichen. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Die gleichen sind da hinten auch nochmal auf dieser Seite. Und da sind auch nochmal 4. So, und dann werde ich von Mücken zerfressen. Hier geht es nach unten. Hier steht relativ viel unter Wasser. Hier kann man es auch nochmal sehen. Und das Wasser steht vor allem auf unterschiedlichen Ebenen. Hier haben wir relativ weit oben Wasser, hier ziemlich weit unten und hier drüben. Upsa! So, und hier drüben gar keins. Und hier geht es wieder richtig tief runter. Hier steht dann wieder Wasser. Und immer mal mittendrin sind hier auch wieder Anschlüsse für Wasserrohre. Hier. Die gehen hier schräg und dann kommen wieder von hier oben welche auch schräg. Die kommen von irgendwo hier. Das hier muss ein Treppenhaus gewesen sein. Hier sieht man noch den Halter und die untere Etage. Also hier geht es mindestens noch eine Etage runter. Ja, hier, keine Ahnung, Unkraut. So, und hier sind die anderen Löcher. Hier fehlen diese Betonverschalungen von oben. Die sind bei weitem nicht so tief. Wie die vorne. So, und hier haben wir wieder Anschlüsse für große Wasserrohre, die wieder hier so reingehen. So, und hier ist eine Aussparung im Fundament. Wahrscheinlich eine Wand, Außenwand. Hier hinter ist direkter Fels. Keine Ahnung. Hier ist auch wieder irgendwie eine Innenwand gewesen. Hier steht relativ weit oben Wasser. Hier vorne sind Treppen.
hier. Hier steht Wasser drin. Hier steht kein Wasser drin. Ich glaube, hier drüben war ich schon mal. Hier steht auch kein Wasser drin. Na, dann klettern wir da jetzt mal rein. Taschenlampe holen. Klar, Moment. Ich wollte eine Taschenlampe. Ups. Kann ich mal eine Taschenlampe haben? Danke. Passt auf hier. So. Das ist ein Labyrinth. Ich kletter jetzt mal rein. Ja. So. Und da geht's rein. Ups. Hallo Community. Heute live vom wunderschönen Schloss Fürstenstein bei recht gutem Wetter. Gestern 27 Grad, heute noch gefühlt 7. Und ich wäre natürlich nicht hier, wenn es hier nicht was Spannendes zu entdecken geben würde. Dieses Schloss war zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs besetzt, unter anderem von der Organisation Tod. Und die haben hier in der Mitte einen ziemlich großen Schacht gebaut. Der geht 50 Meter in die Tiefe. Ist heute verschlossen von einem Stahldeckel, den man nicht mehr sieht. Und natürlich gibt es hier auch einen geheimen Untergrund. Der genau hier drüben ist, genau hier unterhalb. Bildmaterial dazu gibt es dann später. Ich werde jetzt noch mal gucken, dass ich den Wanderweg finde, um hier hinten um den Berg umzugehen, um die versprengten Eingänge zu sehen. Es soll wohl hier noch mehr als eine Ebene geben. Dieser gesamte Bereich ist hier untertunnelt. Auch im Schloss gibt es einen Fahrstuhl, der von der Mitte bis auf die Höhe der Tunnelanlagen runtergehen soll. Kann man im Schloss auch sehen. Bildmaterial dazu gibt es später. Und die Tunnelanlagen liefen von hier drüben nach hier durch. Also einmal komplett unter dem Berg durch. Auch in diese Richtung hier. Und es ist nur ein kleiner Teil für die Zuschauer oder Besucher vom Schloss sichtbar. Weil der andere Teil von einem seismologischen Institut hier in Polen benutzt wird und nicht zugänglich ist. Also demnächst dazu mehr.